Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Zomboid. Und ich habe mal die Frames per Second auf 60 gestellt. Mal gucken, ob man das im Video auch bemerkt. Ich möchte jetzt... was für Bücher habe ich denn? Kochen für Anfänger. Ich hätte gern Tischlamm für Anfänger. Und einen Baseballschläger. Ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen nach Süden. Weil da noch einige Gebäude sind, die ich glaube nicht, noch nicht gelootet habe. Weiß aber nicht welch. Vielleicht sollte ich mir auch mal meinen Spray Paint Mod, drauf machen. Also mit Sprühdosen hier markieren, wo ich schon drin war. Das sage ich hier mal über den Zaun. Zu den anderen Häusern da unten. Noch nicht bemerkt. Kann aber sein, dass ich hier schon drin war. Sieht auch so aus. Anfänger. Ich nehme jetzt mal einfach alle Bücher mit, die ich wahrscheinlich noch nicht habe. Anscheinend haben die Zombies sich in irgendeiner Richtung bewegt, weil ich habe immer einen Zombie gesehen. Wieder Abend. Ach, das dauert jetzt auch noch. War vorher auch schon, ne? Kleber nehme ich mit. Keine Ahnung, wofür man Haarspray braucht. Das kann man nicht sehen hier.
Hier ist nichts. War ich da schon drin? Das werden wir jetzt feststellen. Ich glaube ja. Ja, ich war hier schon. Genau, mit den Fässern und so. Hier ist noch ein Zaun. Dixie. Da schauen wir doch mal. Ach, ich glaube, das ist dieses abgezäunte, das ist der abgezäunte Bereich, wo man überhaupt nicht rein kann. Außer natürlich mit einem Vorschlaghammer. Da war ich doch gerade drin, oder? Ja. Vielleicht sollte ich zurückgehen und mal nach. Eine Karotte ist. Was ich auch noch gerne machen würde mit dem Mod hier, wären so Mondphasen einprogrammieren. Oder Wettereffekte. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in dieses Haus reingeht, dann kommt hier so ein Bild von einem Innenraum mit für sich zwei Fenstern, wo man dann auch Sonne und Mond vorbeilaufen sieht durch die Fenster. Das wäre cool. Schlafen. Depressiv. Am Boden zerstört. Wir haben halt, glaube ich, keine Depressiv-Pillen. Dingens. Nee, haben wir nicht. Habe ich nicht. Wir gehen jetzt nochmal nach Osten. Gucken, ob da jetzt weniger zu uns sind. Sind noch ein paar Gebäude, die etwas näher liegen und nicht gelootet sind. Da weiß ich gar nicht, ob ich da drin war. Ach ja, sieht relativ friedlich aus hier. Hier ist nix. Nur mal hier die Schüssel damit. Ach, jetzt haben wir gar nicht abgelegt. Ich Idiot. Halb vergammelt alles. Die Musik kommt nur. Ach, ich habe glaube ich auf random gestellt. Oder so.
Kannst ja wohl mal schneller ein paar Nägel da rauskriegen, oder? Kelle haben wir die schon? Nee. Pistole haben wir die schon? Auch keine Ahnung. Zeitmesser. Ach, voll. Ich nehme einfach alles mit. Vielleicht essen wir vorher. Make-up! Kann ich benutzen, ne? War da gerade für eine Option? Egal. Tschüss, ne? Oh, jetzt machen wir das. Ach, jetzt habe ich eins habe ich zweimal. Was soll's? Pistole tue ich auch erstmal hier rein. Ich habe auch gar keine Patronen. Säcke. Gas kann jetzt natürlich auch mal rein. Obwohl wir den eigentlich auch mal füllen können für den Generator später. Zeitmesser. Kleber und die Kelle auch. Haben wir hier Leute? Noch mehr Müllsäcke. Ja. Chips. Mehl. Wasser. Alles mögliche an Küchengegenständen. Auspacken. Ah, die eine Schaltfläche ist verdeckt. Schade. Wie ehrlich. Alles nehmen? Ne, nix alles nehmen. Oh. Abbrechen. Gartensachen hier. Dann müsste die Kelle ja eigentlich auch da rein. Das
So. Wasserflasche füllen. Jo. Rotwein können wir auch nochmal hier reinpacken. Was können wir denn jetzt alles kochen? Zutaten, die wir nicht haben. Ja, was mache ich denn jetzt? Verdammt. Ich wollte eigentlich Bücher finden. Wir haben nur eins für Anfänger. Wir brauchen einen Tischlerei auch für Anfänger. Und dann am besten auch schon für Nicht-Anfänger. Oder wie heißt das? Nicht mehr Anfänger. So. Tischler! Ich würde sagen, die Folge beende ich hier. Ist fast 20 Minuten. Also, wir gehen in der nächsten Folge wieder auf die Jagd nach Büchern. Ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao!